Jesus sagt, Spaltung in meinem Leib betrübt mich. Satan hat es wieder einmal geschafft. 27. Dezember 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Der Herr sei mit euch, geschätzte Herzbewohner. Die heutige Botschaft hat mit einer Situation in Brasilien zu tun. Einige Gruppen fingen an, den Herzbewohner-Lehrgängen zu folgen. Und ich denke, dass es ein wenig Verwirrung und Meinungsverschiedenheiten gab, und dies machte den Herrn wirklich traurig. In der letzten Woche gab mir der Herr laufend Schriftstellen über Spaltung. Dies ist ein guter Lehrgang, welcher er uns hier gibt, und er passt auf jede Situation, wo Tratsch und Beschuldigungen im Gange sind. Jesus begann: Ich bin wirklich traurig, was Satan in dieser kleinen, aufkeimenden Gruppe geschafft hat. Es fing so rein an, aber du bist nicht dort, um die Situation zu überwachen, und ein Ding führte zum nächsten. Lieber als direkt zu dir zu kommen, um zu fragen, wurden Vermutungen aufgestellt und Schlussfolgerungen gezogen. Und jene, die Zeugnis ablegten, waren uneins mit jenen, die ohne Klärung darauf reagierten. Ich habe dir meinen Input gegeben. Ich bin betrübt, dass mein Leib wieder einmal gespalten ist. Wann wird das jemals aufhören? Wann werden Männer und Frauen realisieren, dass sie nur Männer und Frauen sind und nicht ich? Dass sie nicht umhergehen sollen, um andere zu richten, als ob ich sie beauftragt hätte, meinen Platz auf dem Thron einzunehmen? Nun Herr, es war eine Sache bezüglich Lehren, und du möchtest, dass wir es mit der biblischen Wahrheit prüfen und vergleichen. Das Problem ist einfach, dass sie voreingenommen sind und die Schrift nicht kennen, außer das, was Menschen ihnen erzählen, was ich sagte und wie es zu interpretieren sei. Wenn sie ihren Verstand dem Heiligen Geist unterordnen würden, würde diese Art von Spaltung nicht einmal geschehen. Aber Menschen bestehen darauf, meinen Platz auf dem Thron einzunehmen, und sie stellen Behauptungen auf, die auf Halbwahrheiten und Lügen basieren. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in dieses Thema zu vertiefen, meine Liebe. Ich sage dir bloß, dass ich sehr traurig bin. Ihr seid immer noch fleischlich, denn wenn es Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt ihr nicht wie bloße Menschen? Denn wenn einer sagt, ich bin von Paul, und ein anderer sagt, ich bin von Apollos, seid ihr nicht bloße Menschen? Wer ist denn der Apollos und wer ist Paul? Diener, durch welche ihr geglaubt habt. Genauso wie der Herr jedem die Möglichkeit gab. Kleine Kinder, Satan hat die Oberhand gewonnen über euch. Ich habe euch zur Einheit aufgerufen, doch ihr seid daran gewöhnt, zu richten und Behauptungen aufzustellen. Hier geht es aber darum, jetzt zu leben, wie man im Himmel lebt, als Erfüllung meines Befehls. Lasst es auf Erden sein, wie es im Himmel ist. Ja, da gibt es aus allen Konfessionen Menschen im Himmel. Überrascht euch das? Nun, das sollte es nicht. Geht es nicht um das Herz, um die wahre Liebe zu Gott und um die Liebe zum Nächsten? Alle gehen durch den Schafstall ein. Alle treten durch mich ein. Ich lehne keinen ab, wegen seiner Ignoranz oder seines Fehlers. Und ich möchte hinzufügen, die meisten von euch sind ziemlich ignorant. Eines Tages werdet ihr das sehen. Aber anstatt den Schleier von euren Augen zu entfernen, denn es ist noch nicht Zeit.
Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch sprechen wie zu geistigen Menschen, sondern wie zu Menschen des Fleisches, wie zu Babys in Christus. Ich gab euch Milch zu trinken und nicht solide Nahrung, denn ihr wart noch nicht in der Lage, sie aufzunehmen. Tatsächlich seid ihr auch jetzt nicht in der Lage, denn ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn es noch Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr da nicht fleischlich und lebt wie bloße Menschen? Meine Schätze, ich möchte, dass ihr die Früchte eurer Anschuldigungen betrachtet und wie ihr meinen Leib gespalten habt. Was zum Segen bestimmt war, wurde für euch zu einem Fluch. Also bitte ich euch alle, tut Buße und bittet einander um Vergebung. Kehrt zurück auf die richtige Schiene. Lasst eure Heiligkeit intakt bleiben und schreitet voran. Im Moment habt ihr alle verloren und jene, die in die Grube fallen, mit dem Ankläger der Brüder und wünschen dort zu bleiben, werden nicht entrückt werden. Seid also wachsam, bringt euren Weg in Ordnung, repariert die Risse und kehrt zurück zur Süße der Gemeinschaft.